Herzlich willkommen bei Altes Wissen für eine neue Zeit. Heute möchte ich dir gerne erzählen, wie du eine Blütenessenz selbst herstellen kannst und was eine Blütenessenz überhaupt ist. Blütenessenzen kennen wir in erster Linie von Dr. Bach, der die Bachblüten erfunden hat, aber wir können aus allen heimischen Blüten ebenfalls Blütenessenzen herstellen, weil es geht dabei darum, dass man die Schwingung einer Blüte, ihre göttliche Essenz, ihre Seele, spürbar werden lässt. Diese Schwingung einer Blüte, wie ich hier zum Beispiel in der Hand die Akelei habe, die hat immer eine ganz eigene Botschaft. Jede Blüte schwingt eigen, jede Blüte steht direkt mit der göttlichen Quelle in Verbindung und jede Blüte hat eine andere Grundschwingung, die eine andere Heilwirkung auf seelisch-feinstofflicher Ebene bewirken kann. Und darum macht es einen Sinn, sich diese verschiedenen Blüten wieder anzusehen, sich Blütenessenzen vielleicht selbst herzustellen, denn jede einzelne Blüte hat eine besondere Heilwirkung für uns. Genau, wie man Blütenessenzen herstellt, das geht ganz einfach. Ich zeige dir gleich einmal, was du dafür brauchst. Um eine Blütenessenz herzustellen, brauchen wir frisches Quellwasser, ein Glas und natürlich auch Blüten. Und wir brauchen die Kraft der Sonne, denn die Sonne, die wird unsere Blütenessenz 3 Stunden lang beleuchten. Ich habe Quellwasser genommen von der Böslingbergquelle, das ich zur Frühlingstag- und Nachtgleiche geschöpft habe. Und dieses Wasser gieße ich in mein Gläschen hinein. Jetzt geht es darum, wie kommt die Schwingung der Blüte in das Wasser hinein. Und dazu nehme ich mir meistens viel Zeit und setze mich zu den Pflanzen und nehme mit ihnen Kontakt auf und bitte sie auch darum, dass sie ihre Schwingung auf dieses Wasser übergehen lassen. Manchmal singe ich dabei, manchmal spreche ich sowas wie Gebete dabei, aber eigentlich bin ich immer noch ganz tief im Herzen drinnen sicher, dass mich die Kräfte der Natur unterstützen und dass das jetzt einfach passiert, dass die Schwingung dieses Gänseblümchens zum Beispiel auf mein Wasser übergeht, sodass dieses Wasser am Ende in der Kraft des Gänseblümchens schwingt. Denn das ist eine Blütenessenz, dass die Grundschwingung einer Pflanze, einer Blüte, ihre Botschaft, ihre Seelenkraft auf dieses Wasser übergeht. Und so bittet er dieses Gänseblümchen, dass es seine Kräfte auf das Wasser übergehen lässt, sodass ich eine Blütenessenz aus ihm herstellen kann. Und manchmal gebe ich die Blüten tatsächlich in das Wasser hinein und sie beginnen dann sich im Wasser auszubreiten und auszudehnen in ihrer Kraft und oftmals bin ich dann auch noch dabei und singe vielleicht ein Lied. Aber nach einer Zeit verlasse ich dann das Wasser und die Blüten und lasse einfach 3 Stunden am Sonnenlicht stehen. Denn nach diesen 3 Stunden ist die Schwingung der Blüte vollständig auf das Wasser übergegangen und ich kann die Blütenessenz fertigstellen. Um die Blütenessenz fertigzustellen, nimmt man die Blüten aus dem Wasser wieder heraus. Hier dürfen wir uns nochmal bewusst machen, dass Blütenessenzen reine Schwingungsessenzen sind, reine Schwingungsmedizin. Das bedeutet, die Schwingung der Blüte ist in diesen 3 Stunden, wo das Wasser mit den Blüten in der Sonne gestanden ist, auf dieses Wasser übergegangen. Und das ist unsere Heilkraft. Es geht nicht um mehr. Es wird kein Inhaltsstoff aus der Pflanze herausgezogen, kein Wirkstoff, sondern es geht nur einzig um die Schwingung dieser Blüte, die sich nach diesen 3 Stunden im Wasser befindet. Und um diese Essenz fertigzustellen, geht es jetzt eigentlich nur mehr darum, dass man dieses Schwingungswasser noch mit Alkohol haltbar macht. Das macht man meistens im Verhältnis 1:1. Das heißt, zu einem Teil der Blütenessenz gibt man einen Teil hochprozentigen Alkohol, damit die Blütenessenz auch haltbar bleibt. Und das ist dann unsere Mutteressenz, unsere Stockbottle.
Ja, und hat man diese Stockbottle nun fertig, dann entnimmt man der fertigen Blütenessenz immer wenige Tropfen, tut sie in ein Tropfflascherl hinein, gießt wiederum auf mit entweder mit reinem Quellwasser, wenn es nicht allzu lange haltbar sein muss, oder mit einem Gemisch aus Alkohol und Quellwasser oder auch mit Essig oder Zuckerlösung. Das ist dann einerlei. Es geht nur mehr darum, dass man zu den Tropfen der Uressenz noch etwas andere Flüssigkeit dazu nimmt, sodass man die dann einnehmen kann. Und das sind unsere Blütenessenzen, die ganz verschiedene Heilkräfte entwickeln können und unglaublich große Heiler sind, obwohl sie in ihren Wirkstoffen, die darin enthalten sind, so klein sind. Es sind nämlich gar keine Wirkstoffe drinnen. Einen lieben Gruß an alle Kritiker der feinstofflichen Medizin. Ja, ihr müsst es auch gar nicht verstehen. Ich verstehe es ja auch nicht, wann wer ganz viel Schmerzmittel nimmt oder sonst was. Ich liebe die feinstofflichen Heilmittel, ich liebe die Blütenessenzen und stelle euch jetzt abschließend noch einige meiner Lieblingsblüten vor. Eine meiner Lieblingspflanzen ist zum Beispiel das Vergissmeinnicht. Du weißt, es wächst überall dort, wo Mutter Erde eins ihrer Kinder besonders liebt. Als Blütenessenz allerdings unterstützt es uns dabei, nicht auf uns selbst zu vergessen, uns selbst wieder gut zu verwöhnen, auf uns zu achten und uns zu lieben. Denn so wie Mutter Erde uns liebt, so dürfen wir auch uns selbst wieder lieben. Die Blütenessenz des Löwenzahnes ist die meistverkaufteste Blütenessenz weltweit. Sie löst ganz wunderbar Verspannungen im Nackenbereich, denn sie hat einen Bezug zu unserer Leber und zu unserem Leberkreislauf und hilft dort, wo aufgestaute, Wut, nicht bearbeitete negative Gefühle sich im Körper festgesetzt haben und im Nacken sitzen geblieben sind. Da beginnt sie zu lösen und wieder weich zu machen. Die Blütenessenz der Gundelrebe, das ist eine ganz tief heilsame Essenz. Gund bedeutet ja so viel wie altes Eiter. Und die Heilpflanze selbst unterstützt uns bei Wunden, die eitrig geworden sind und nicht abgeheilt sind. Als Blütenessenz unterstützt uns die Gundelrebe dann auch bei den seelischen Wunden, die niemals abheilen durften und oftmals wie so alte, eitrige Seelenwunden noch in unserem Körper vorhanden sind. Ich liebe sie, die Essenz der Gundelrebe, denn sie hat schon viele meiner uralten Traumen gelöst. Und jetzt zeige ich dir noch den wunderbaren Storchenschnabel. Er könnte zum Beispiel als Blütenessenz so verwendet werden wie die Notfalltropfen von Dr. Bach, denn er ist unsere Notfallblüte, unsere Schockblüte, die man sofort einnehmen kann, wenn etwas im Leben passiert, was nicht so leicht zu überwinden ist. Bei allen Schocks und Traumata hilft uns der wunderbare Storchenschnabel, um diese zu lösen und uns selbst danach neu zu gebären. Und so bedanke ich mich bei allen wunderbaren Blüten, Helfern, Seelenhelfern. Jede einzelne trägt eine besondere Botschaft, eine besondere Heilkraft, eine besondere Heilschwingung in sich. Und ich wünsche dir und ich wünsche mir, dass unsere Pflanzen uns unterstützen bei unserer seelischen Heilung und uns manchmal Kraft schenken, manchmal Erlösung schenken, manchmal Freude schenken, manchmal Trost spenden oder wie auch immer. Du weißt, für jede Krankheit ist ein Kraut gewachsen, aber auch für jede seelische Beschwerde blüht eine ganz wunderbare Blüte für uns. Alles Liebe und bis zum nächsten Mal. Deine Heidi. Hey, hey, oh, hey.